Also, hä, ist das jetzt hier dann zu Ende sozusagen für mich, weil ich keine Spritzen hab oder was? Keine Ahnung, ich hab bestimmt auch irgendwie ohne. Vielleicht musst du, wenn du es ausgelöst hast, auf dieses Podest gehen, wo der Typ drauf hängt. Mit dem kaputten Kopf. Ja, das kann sein. Ich verarsch den hier gerade voll. Das ist ja schön, dass du den verarschst. Ah ja, das gibt einen Stromschlag im Wasser, deswegen hab... Ja, ich habe jetzt nur noch ein Viertel Energie. Das ist von meiner Energie abgegangen, da muss man auf das Podest da gehen. Ja, hast recht. Hast recht. Zurückgeschlagen. So schwer ist das auch eigentlich wieder gar nicht. Nee, ist es nicht. Aber wir stellen uns wieder richtig bescheuert an. Ja, das Problem ist, ich habe jetzt so gut wie keine Energie mehr. Deswegen... Ich überlege gerade, soll ich mich erschlagen. Hä, das sind vor allen Dingen, das sind ja vier Räder, merke ich gerade. Sind's ja auch. Ich dachte ganz hätte es wären drei. Ja nix. Fall nicht rum. Jetzt bleib doch mal stehen! Da bist du bescheuert im Kopf, Alter. Ich kann das den ganzen Tag machen, wenn du willst hier. Mich im Kreis bewegen. Du es kennt. Irgendwann stehst du hinter ihm. Ich will gar nicht hinter ihm stehen, ich will einfach, dass er mal stehen bleibt. Mann, das ist doch asozial, ganz im Ernst. Wer entwickelt denn so eine Spiele? Alter. Lol, warum läuft der denn jetzt nach... So, jetzt. Alter, ich komm noch nicht mal da drauf. Ich würde sagen, ein Versuch noch. Und dann. Ja, leck mich doch. Dann nehmen wir eh was anderes auf. Oder? Wir nehmen. Einmal versuche ich das jetzt noch. Ja, ich will es auch noch einmal versuchen. Das wird zu doof. Ansonsten machen wir es beim nächsten Mal weiter oder. Oh, nein. Aber nein, was dein Doktor schon macht? Ich meine, was macht dein Doktor denn da schon? Okay, das geht. Mann, fick dich! Ich war fast fertig mit dem zweiten Rad. Blödes Kind, du. Du blöde Sau, du. Fick dich. Aber wie soll man denn vom hinteren Rad auf das Podest so schnell kommen? Ja, klar, mit Sprinten. Ja, danke, jetzt stock ich. Jetzt hacke ich mich dafür. Ey, das ist doch. Wie kann man nur so. Ha! Ich hab's geschafft! Ja! Hä? Wie schaffst du das denn immer? Den letzten Boss habe ich auch vor dir. Ja, jetzt mal aber ohne Scheiß. Wie denn bitteschön? Also, du musst erstmal reinkommen, denn sofort das Rad nimmt dir. Auf die Plattform. Und dann musst du den in die Ecke, die direkt gegenüber von diesem Kasten ist. Weißt du, was ich meine? Ah, ich weiß wie. Ich will es einmal noch probieren. Ja, ist ja okay. Das ist gar nicht. Ich gehe zum. Dann können wir aber auch noch zum nächsten Speicherpunkt gehen. Ja, ist da einer. Ja, natürlich muss da einer sein. So. Also sofort zu dem erstmal. Dann, da schafft man auch das aufzudrehen. Dann zu dem. Und dann ist die Frage, wo dann. Oh Gott. Hier geht's auf jeden Fall weiter. Warum habe ich noch die in der Hand? Na. Los. Ey, die Räder, das dauert übel lange, die aufzudrehen. Ist das eine Spritze? Nee, ist ein Stift. Oh, ein Stift. Oh Gott, jetzt geht's in eine Umkleide.
Ich sehe doch schon Monster mich anspringen. Zombie, Monster, was weiß ich, was das sind. Los, 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 los. Ja, ich hab's geschafft, oder? Hey, man braucht ja nur 3, nicht 4. Man braucht nur 2. Ich brauchte 3. Ich hab 2 gebraucht. Ja, yeah, ich hab's geschafft. Geil. Ich hab die Säge gefunden. Was für eine Säge? Die Säge. Ey, wo ist hier ein Speicherband? So, jetzt habe ich eine Säge. Wo ist hier ein Speicherband? Ich bin bis jetzt bei noch gar keinem. Ach, ich dachte, da käme eins. Nee, leider nicht. Scheiße. Ich wette, wenn da was wenn ich rauskomme, werde ich hier umgelegt. Nee, doch nicht. Ich habe jetzt die Säge, womit er dem den Kopf abgeschnitten hat. Die kann man aufnehmen? Eine Mutter, eine Mutter, eine Mutter, eine Mutter, eine Mutter. Nein! Bitte nicht. Nee, die kommt erst, wenn du wieder zurückkommst. Wie, wenn und du zurückkommst? Noch eine, noch eine, noch eine. Wie noch? Lad nach, verdammt! Ah, da ist die Säge. You got the saw. Warte mal, ich nehme dafür jetzt einfach hier die dicke Wumme. Die braucht doch bestimmt nur einen Schuss oder so. Für die Mutter, ja. Okay, wo kommt sie? Die kommt erst, wenn du die Säge aufgenommen hast. Ja, die habe ich ja jetzt aufgenommen. Ja, dann kommt die in den Badeding ins Badezimmer. Boah, bei mir brauchten die immer zwei Schüsse. Zwei. Und wo dann noch? Wow. Alter! Sind das alle? Hallo? Ich glaub schon. Was du glaubst. Glauben ist gut, wissen ist besser. Aber in die Tür reinkommen tut man trotzdem nicht. Ja, ich gehe jetzt erstmal zurück und speichere dann. Ich gehe auch zurück. Und dann machen wir da beim nächsten Mal weiter. Hauptsache wir haben diesen scheiß Dingsbummens. Kann man den vielleicht ausnehmen? Weißt du was, man kann die Säge nicht mal als Sticks benutzen. Ja, vielleicht muss man da irgendwie was durchsägen oder so. Keine Ahnung. Speichern und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Krankes Spiel. Mhm.